Hallo, ihr Dark Saber mit der 17. Folge von Wozzy. Wir sind jetzt bei Mountain Creast. Creast, whatever. Ja, ich laufe hier nochmal alles ab. Ich habe jetzt auch mal die Chance genutzt und habe mir einen Metallschläger gecraftet. Einen Metallschläger und fünfmal Metall. Normalen Baseballschläger und dann Metall. Fünfmal und das reicht schon aus. Das Crafting-System hier, dann hier so suchen. Hier steht es irgendwo. Bam, 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 bam. Da. Relativ simpel und schnell geht das. So, ich werde jetzt hier mal die ganzen Häuser durchgehen. Ich mache erstmal eine Straßenseite, dann wechsle ich erst auf die andere. Denn dieses Hin und Her, das bringt vielleicht bei Rocky fort, weil es jetzt relativ nah aneinander ist. Aber hier ist es alles sehr nah aneinander. Weitläufig meine ich. Daher ist es eher schlau, von Haus zu Haus zu laufen. Und nur dann über die Straße zu gehen, wenn es auch wirklich notwendig ist. So. Oh, Baby ist dahin. Mal hier ein bisschen unsicher. Oh, warte mal, ich stelle gerade fest, man gefällt mir das nicht. Oder ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich probiere es mal so aus. Und mit. Haben wir auch schon 100.000 Mal gehabt. Brauche ich, glaube ich, gar nicht. Ein Paddel. Bräuchte nicht. Kein bisschen. So, dann kommen wir schon zum nächsten Gebäude. Na komm, gehen wir hier an der Straße lang. Wir müssen echt aufpassen, dass nicht wieder so ein paar Idioten um die Ecke kommen. Dann können wir hier noch ein bisschen lang. Das ist aber nur. Ja, und zwar so, ja, wie das dann? Time-Kapsel. Oh, was haben wir da? Ein Hammer. Der ist auch nicht schlecht. Oh, so finde ich das tatsächlich besser. Muss man sich auch erstmal merken, dass hier nur das. Nö. So, rein, da rein gehe ich jetzt noch nicht. Ich werde erstmal die Außenreihe wieder durchgehen. Ja, also tatsächlich gut viel besser. Vielleicht besser zielen, ich weiß auch nicht wieso. Tech Power nicht. Ach komm, haben wir erstmal das Haus hier. Da hinten ist nichts weiter. Hier könnte man auch, warte mal, ich bin einfach mal neugierig. Ist vielleicht auch nicht unbedingt das Schlauste. Obwohl, hier kann eigentlich, außer von dort oben, einen niemand sehen. So, jetzt können wir hier rein. Ein weiterer Hammer. Finde ich tatsächlich gut. Über ein paar Hammer mehr als ein paar Hammer zu wenig. Das muss jetzt keinen Sinn ergeben. Bei der Scrap lassen wir mal. Ja, so eine Maske kann ganz gut sein. Ist das? Nee, ich war mit. Ich glaube, das. Und was haben wir wieder raus? Also vom. Ich glaube, vom. Ich glaube von der. Vom Damage her. Jetzt habe ich das richtige Wort. Sorry, manchmal ist es bei mir so. King of Soda gefällt mir. Ist das gar nicht so schlecht? Ich schau mal kurz. Oh, gib mal meine halben Herzinfarkt. Na, komm, nimm. So.
Oh, Metall, sehr gut. Und Bandagen finde ich noch besser. Wir sind wieder vergriffen. Ich habe das schon wieder nicht gemacht. Ich muss mir tatsächlicherweise einfach mal angewöhnen. Gut, Baum auch. So, speichern. Ich hab schon wieder einen Faden verloren. Cut. So, ja, keine Ahnung. Es ist auch noch nicht spät, aber ich bin auch langsam hungrig. Ich bin ein bisschen unkonzentriert. Aber ich will das jetzt noch durchbringen. Naja. Also ich will ja nochmal einen Grease und dann noch halt die Schlaufe bis hier zur Energy Farm durchgehen. Das will ich gerne noch im Kasten haben. Ich finde es so tatsächlicherweise besser. I don't know why. Ist aber so. Grafenmagazin ist definitiv gut. NPC. Saiga. Oh, willst du mich verarschen? Ja, ich wollte gucken, wie viel. Ja, vom Damage her ist es nicht schlecht. Aber die Sache ist einfach die. Es hat eine viel zu kurze Reichweite. Und ich würde mich vorher dadurch erledigen. Statt dass es mir hilft. Stimmt, das Mountain Creased. Also Mountain Creased scheint wirklich sehr viel zu bringen. Bisher jedenfalls. Und haben wir den nächsten. Komm her. Also so finde ich das viel, viel praktischer. Ach ja, das war das, was mir vorhin so einfiel. Ich dachte halt immer so, ja, hier ist es halt mit den ganzen Anzeigen auf der linken Seite so am praktischsten, aber so finde ich das tatsächlich jetzt vom Handy irgendwie besser. Ob das jetzt Sinn ergibt, keine Ahnung. Aber irgendwie fühlt sich das für mich jetzt besser an. Die will ich natürlich mitnehmen. Ach komm, Essen haben wir genug. Da können wir das einfach mal wegkauen. So. So, gehen wir erstmal hier wieder rum. Immer erstmal rumgehen. Das muss man lernen. Denn sonst kommen wirklich immer Zombies reingerannt und man weiß nie, von wo sie dann kommen. Und von außen hat man einfach immer noch die Chance, immer besser auszuweichen. Aber man ist natürlich da auch in der Bredouille, dass andere einen plötzlich erschießen können, und machen wir die Maske mal weg. So. Light Gear. Komm, dann haben wir keinen auf Soda. Und keinen auf Soap. Na toll. Weißt du was, das benutze ich einfach direkt mal. Ist manchmal vielleicht auch nicht so doof, wenn man es einfach benutzt. Und so ist Essen und Trinken jetzt gleichermaßen gefüllt. So, hier war. Ah, hier war der Light Gear. Alles klar. So, eine Minute haben wir noch. Wo. Jetzt habe ich schon die komplette Orientierung. Ah ja, von dort möchte ich kommen. Alles klar. Oh Mann. Oh Mann. Ich hätte einen größeren Rucksack mitnehmen sollen. Machen wir das einfach mal raus. So spät wie das gerade ist, würde ich sagen, mache ich das, was ich ursprünglich vorhatte, nicht so ganz. Sondern bringe das dann nur noch weg. Ich habe ehrlich gesagt keine Orientierung.
ist also verwinkelt. Das heißt, da war ich noch nicht. Moment, Moment, da schauen wir mal kurz. Oh, und die andere Seite gehen wir dann gleich an. Ah ja, hier waren wir definitiv noch nicht. Empty Can. Ja, das lassen wir mal lieber. Gut, nehmen wir mit. Sofort. Brauchen wir nicht. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ja. So, 19 Helfer. Was hau ich dafür raus? Am liebsten gar nichts. Shit. Shit, shit, shit. Metall. Metall brauche ich aber noch. Heizgear. Habe ich eigentlich genug, aber ich will es auch nicht. Warte mal, haben wir nicht 19 Helfer mal. Doch, hier mal 19 Helfer mal. Jetzt hier nochmal was anderes. Dann hauen wir das kurz raus. Nehmen das auf. Oh. Achso, ja klar. Hier, entladen. Weg. Jetzt. So. Jetzt haut's wieder hin. So. Dann gehen wir noch darüber. Problem ist, da werden wir wahrscheinlich wieder richtig. Oh Gott, ich hab vergessen, wie gute Waffen da immer lagen. Toll. Mach ich mal schnell. Clove. Oh, fuck. Machen wir jetzt übliche. Direkt benutzen. Ich mag es nicht, wenn ich was nicht aufnehme. Ah, nee, das ist nicht hier. Ah, gut, dann habe ich das mit Vollstack gerade verwechselt. Passiert. So, die Bratpfanne lasse ich mal sein. Ja, wenn ich einen weiteren Metallschläger machen will. Shit. Das brauche ich aber auch wieder Metall. Ich kann es nicht liegen lassen. Davon habe ich mir jetzt genug, daher kann ich mir das jetzt einfach mal erlauben. Erlauben? Schau mal hier, da ist ein Zombie. Nehmen wir noch mit, aber ich will erstmal hier so schauen, ob nicht hier doch Auto. Ah, doch. Ja, natürlich. Jetzt muss er erstmal noch wieder einen perfekten Treffer machen. Nein! Oh, Scheiße! Okay. Aus gegebenen Anlass werde ich mal diese Folge mal lieber erstmal sein lassen. Ich mache das einfach bei der nächsten Folge weiter. Ich weiß ja ungefähr, wo ich war. Es kratzt mich einfach nur an, dass ich jetzt wieder alles verloren habe. Das wieder mal. Und diesmal nicht mal durch eigene Verschuldung, sondern einfach weil. Ne, wo ist da eigene Verschuldung, wenn einer sich einen abknallt? Nein, ich meine. Diesmal konnte ich ja nicht mal was für. Beziehungsweise
Konnte nicht bei einem anderen Spieler was für, weil er einfach die Connection jetzt rumgezackt hat. Ist allerdings definitiv besser jetzt bei bisher als so gestern und so den halben Tag. Aber es. Bisher ist es halt nie so großartig ins. Also nie großartig aufgefallen, weil es eigentlich nie so passiert ist, dass es dann mitten im Einkampf passiert ist. So, passiert es irgendwo außerhalb, kein Problem, aber wenn es natürlich immer passiert, wenn ein Zombie auf einen zukommt, ja, ich muss unbedingt etwas an den Connections ändern. Also das kann ich dann auch noch machen, aber erstmal will ich ja überhaupt das wieder mit Ton mit meinem Rechner hinbekommen und ja, eins nach dem anderen. Ja, nichtsdestotrotz, dies war es jetzt erstmal von der 17. Folge. Ich werde mich dann in der nächsten Folge darum nochmal richtig kümmern. Vielleicht nehme ich auch einfach nochmal die ganze Ortschaft mit. Ich habe einen definitiv in der Nähe, aber ich glaube, da werde ich den einfach diesen Charakter nochmal neu ausrüsten und einfach von vorne beginnen. Ich denke, das geht dann schon. Ja. Damn. Gut, passiert. Gut, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Euer Dark Saber. Bis dann.